Hallo zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier wieder auf der Hopfach im Nostalgieprojekt. Ja, heute gibt es einiges an Neuigkeiten. Ich habe ja gestern schon drüber gesprochen, dass ich gerne die Kühlhäuser mir hier reinholen möchte. Und das habe ich. Man sieht auch schon da vorne so ein paar. Die gucken wir uns jetzt erstmal an. Ich habe da nämlich ein bisschen gebastelt. Und zwar haben wir hier schon mal vier Kühlhäuser. Ich habe jeweils hier daneben diese beschreibbaren Schilder gestellt, weil das Problem ist halt, man sieht von außen nicht, was reinpasst. Wir können jetzt, na klar, hier rangehen, dann sehen wir ja Gurken. Aber um das ein bisschen einfach zu machen, habe ich mir gedacht, machst du die Schilder da dazu. Ich habe auch teilweise schon Sachen eingelagert. Hier zum Beispiel haben wir schon den Salat drin. Und ich habe die Gewächshäuser auf jeweils 100.000 Euro hochgepimpt. Das heißt, wir können eben pro Gewächshaus 25 Paletten reinpacken. Ja, weil wir ja, wenn wir mit dem LKW die Sachen wegbringen, kriegen wir ja 24 Paletten drauf. Also, ja, machen wir, haben wir 25 rein, dann passt das. Und man sieht hier, guck mal. Ich habe ja auch noch mal was gebastelt. Meine Fahne weht jetzt hier am Shop. Zweimal sogar. Ha, habe ich auch gemacht. So, dann haben wir hier noch mal zwei Gewächshäuser. Einmal Tomatensaft und Tomaten. Ja, ist logisch, weil das hier unten ist. Dann haben wir selbstverständlich Kühlhäuser. Gehen wir einfach mal weiter hier zum Fisch runter. Da haben wir hier einmal für Kaviar. Das ist wichtig. Und hier drüben haben wir den Räucherfisch. Selbstverständlich haben wir auch am Hof einmal für Rotkohl und nein, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hingehen, hinten noch für Salat. Und dann als letztes hier oben für die Schnecken haben wir auch noch eins hingepackt. So, das ist aber immer noch nicht alles, was neu ist. Ich möchte mir für den Gemüsehandel da oben ein neues Fahrzeug kaufen. Und zwar wird der komische Traktor hier, der kommt weg. Müssen wir mal gucken, was wir für den noch bekommen. Und ich habe mir einen Unimog hier mit reingenommen, den ich auch schon wieder ein bisschen verfeinert habe für unsere Bedürfnisse. Er hat ein bisschen mehr Schüttkapazität. Das heißt, genau, wir können den Anhänger auch noch gleich mit weg. Ah, da muss ich nochmal hoch. Ja, hier haben wir immer das Problem, dass es hier relativ eng ist. Oh, warte mal, bevor wir jetzt hier... machen wir den mal kurz weiter. Der kann schon mal weitermachen. Ne, es ist einfach relativ eng und mit Anhänger hier rumzufahren, wissen wir. Deswegen dachte ich mir, so ein Unimog, der dürfte relativ klein und wendig sein. Oh, habe ich den Anhänger? Ach, der Anhänger steht bei Hirschfeld. Ja, gut, dann verkaufen wir den direkt. Egal. Komm, dann fahren wir mit dem schnell rüber zum Shop, den können wir direkt verkaufen. Wir müssen gucken, wie viel Geld wir zusammenbekommen, ob das reicht für den Unimog. Wie gesagt, in der Standardausführung hat der Unimog als Kipper 1500 beziehungsweise in der Erweiterung 3600 Liter. Ich habe ihn jetzt auf, naja, auf 10.000 hochgepimpt, dann sind wir ungefähr im selben Niveau wie jetzt der Kipper gewesen ist, den wir hier hatten. Da, guck mal, da kriegen wir noch 10.000 für. So, und dann den Kipper. Den Kipper. Müssen wir mal gucken, wo der hier war. Das. So, weg. Jetzt haben wir 35.000. Das könnte fast reichen. Hier, ich habe diesen. Ist vielleicht noch nicht ganz ein Oldtimer, aber ja, besser als gar nichts. So, wir machen den hier auf die 10.000 Liter hoch. Dann sind wir bei 28.000. Er soll auf jeden Fall Rundumleuchten bekommen. Gangschaltungssound. Wir können ihn... Ja,
Ja, wir lassen ihn aufs Kleine. Der muss ja nur ein bisschen was durch die Gegend fahren. Blendehorn mit Sound. Sonnenblende. Horn und Horn Sound. Sonnenblende und Horn. Ja, wir brauchen die Sonnenblende, brauchen wir nicht. Wir nehmen Horn und Horn Sound. Die Farbe. Boah, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann lassen wir die Plane, machen wir schwarz. Wobei wir haben gar keine Plane. Ha. So, dann würde ich sagen, gucken wir, 28.000 kaufen wir. Dann gucken wir gleich mal, wie wir mit dem Kollegen Dings fahren können. Wie wir da Kompost fahren. Auf jeden Fall ist der auch schneller. Wir könnten ihn später ja noch mit einer Fronthydraulik ausstatten, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Der ist ja wirklich nur zum bisschen hin und her fahren und ich würde dann als nächstes im Grunde mit dem loslegen und die Kühlhäuser befüllen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch den. Nee, der große Pritschenanhänger steht nicht hier. Das ist schlecht. Ich dachte, dass wir den hier haben, dann hätten wir da ein bisschen mehr Paletten mitfahren können. So. Gut, das geht schon mal nicht. Wieso lässt er sich nicht beladen? Oder bin ich da nur nicht richtig drunter gestanden? Ach so, gut, geht. Geht alles perfekt. Gucken wir mal, wie wir da schön jetzt in der im Gemüsehof da rumkurven können. Und der Vorteil ist halt auch dadurch, dass der eine Heckhydraulik hat, können wir da auch zum Beispiel mit dem Grubber fahren. Der kann ja durchaus auch Feldarbeit machen hier, der Kleine. So, dann gucken wir jetzt am besten mal bei den Tomaten gleich mal, wie wir da rankommen. Gut, wir hätten jetzt noch Dachaufbauten und so Sachen konfigurieren können, aber das brauchen wir alles nicht. Das finde ich ist alles irgendwie überflüssig. Ja, der ist schön wendig. Und wie wir da rumkommen, würden wir nur mal gucken. Ja, auf die Seite abkippen. Erstmal hier den Wasser-LKW kurz beiseite fahren. Dann hätten wir jetzt noch ein Wasserfass und einen Wasseraufbau für den Unimog, dann wäre das ja ideal. Aber das gibt es leider nicht. So, fahren wir den erstmal hier hin. Hier voll ist.
Ja. Komm. Ist nicht mehr viel. Das hinten. Also ich muss sagen, der ist sehr gut. Der gefällt mir. Das erhöht, denke ich mal, unsere Effektivität hier am Platz schon ungemein. So, guck mal, jetzt sind wir mehr. Jetzt hängen wir da mal den kleinen Autoload-Anhänger an und dann fangen wir an, die ganzen Paletten hier mal einzusortieren. So, und der Helfer sagt, er ist fertig hier. Aber ja, und dann können wir da noch. Ja, da vorne hat er noch einige stehen lassen. Gut, du bist noch nicht fertig. Ich würde es mir eigentlich besser finden, wenn wir den großen hier und oder einen der großen. Warte mal, wo haben wir die denn stehen? Ich denke mal, einer ist einer am Sägewerk. Genau, einer ist am Sägewerk. Genau, ne? Hier hinten. Komm, den können wir uns holen. Den holen wir uns auch. Das machen wir. Da stellen wir den Anhänger mal einfach hier kurz rein. Der kurz zum Sägewerk fahren. Und wir machen gleich hier schnell das Feld fertig. Ich will den nur kurz, nein, wir müssen den hier, da müssen wir mal kurz umstellen. Der darf na klar keine 80 fahren hier. Wenn er mit Autodrive fährt, darf er auch nur seine 49 fahren. So, wie weit sind wir denn hier? Wie viel Prozent? Das ist die 77% erst. Komm, dann machen wir einmal hier oben längs. Ja, dann sortieren wir mal die ganzen Paletten weg. Wir sind auch wieder so, alles was dann nicht mehr so lose rumsteht, ist na klar ein immenser Performance-Vorteil für uns. Ach, da haben wir auch einiges übrig gelassen. Ja. Ich glaube, das nächste Mal machen wir das Ganze wieder mit Curseplay. Weil der Helfer auf den krummen und schiefen Feldern bringt nicht so wirklich was, wie man sieht. Wir haben ja sonst im Moment nichts weiter zu tun. Das heißt, wir können uns wirklich um die ganzen Sachen kümmern. Also ich finde, das hat jetzt einiges Neues gebracht. Und genau, ich habe noch was gemacht. Gut, das ist aber jetzt dann eher für die Spieltechnik und für Autodrive. Das können wir uns gleich mal angucken. Wir machen hier mal den Helfer rein. Und zwar hatten wir ja immer das Problem mit der Hofeinfahrt. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert hat. Also das habe ich wieder gut gemacht. Ich habe die Mauer hier ohne Kollision gemacht, aber ich habe das Tor vergessen. Ha! Gut, das muss ich nochmal machen. Hier genauso, dass wenn ich hier einen LKW rein will, dass der besser durchkommt. Aber das Tor muss ich auch noch machen. Und hier die Laterne habe ich auch noch die Kollision rausgenommen. Aber das Tor, das ist doof gelaufen. Genau, da müssen wir nochmal ran. So, aber während die jetzt hier weitermachen, können wir ja mal hier ein bisschen
arbeiten. Hier unten können wir ja von Hand alles einfüllen. Ja, dann wissen wir, haben wir 96.000 Liter drin oder beziehungsweise wir sind voll, dann wird es Zeit zu verkaufen fahren. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, glaube ich dir immer noch nicht. Wir haben jetzt erstmal hier kurz zu tun. Hier steht einiges an Salat rum. Auf jeden Fall find ich die Dinger schön und jetzt mit der größeren Kapazität bringt uns das na klar auch wesentlich mehr. Und wie gesagt, ich habe es eben wirklich so gemacht. Ich habe uns das Geld einfach gut geschrieben, was die kosten. Mir geht es ja in erster Linie ja gut, um ein bisschen Komfort, aber auch wirklich Performance-Gründe. Und deswegen ist es die Hauptsache, dass wir das gemacht haben hier. So, dann nehmen wir erstmal die von hier hinten. Na, kommst du mit? Und das Schöne ist, das kann ich auch gleich noch mal kurz zeigen, wenn wir hier die Paletten fertig haben. Man kann da sogar reingehen in die Häuser. Also die Tür kann man aufmachen. Es ist allerdings, das finde ich ein bisschen schade, nicht, es werden Paletten dargestellt, aber ich glaube, das sind hier die Kartonpaletten. Also nicht die wirklichen Paletten, wie man sie hier hat. Aber ja, gut, das sind Feinheiten. Und es wäre halt schön gewesen, wenn die einzelnen Dinger hier irgendwie oben eine Textur hätten, was drin ist. So, guck mal, jetzt haben wir hier quasi Paletten schon drin stehen und es wird so nach und nach wird es quasi umgepumpt, sag ich mal, wie man es ja eben von Global Company kennt. So, jetzt machst du hier die Tür wieder zu, bitte. Danke. So, da haben wir das geschafft. Du bist noch unterwegs, okay. Sollst aber gleich da sein. Ach ja, dann machen wir hier noch mal kurz weiter. Und wie gesagt, eben der große Vorteil ist, wir können den Unimog dann immer noch zur Feldarbeit auch einsetzen. Der hat zwar jetzt in der Konfiguration, wie er aktuell ist, nicht so viel PS, aber wir können den ja pimpen. Und das ist das Gute einfach. Ja, der Unimog ist oben angekommen. Dann würde ich sagen, da wir jetzt eh im Grunde schon wieder fertig sind für heute, dass ich den gleich zurückhole und wir dann morgen früh hier am Gemüsehof mit dem 8 Paletten ladenden Autoload-Anhänger hier weitermachen werden. Dann bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Änderungen findet und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Bis dahin, macht es gut und tschüss.